Ahu! So, Freunde, da sind wir wieder am Start mit einem neuen Biertest. Und ja, wir haben jetzt eine richtige Spezialität hier auf dem Gartentisch zu stehen. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste die vom lieben André sein. Noch irgendwie aus dem letzten Jahr übrig geblieben. Zum Glück noch gefunden. Und Spring Break haben wir jetzt hier. Sieht aus wie ein Craft-Bier, wird wahrscheinlich auch eins sein. Und ja, wie immer, zu meiner Schande, ich habe mich natürlich mal wieder nicht vorbereitet, verpeilt, wie immer, der verwirrte Professor. Und aus dem Grund kann ich euch zu diesem Bier gar nichts sagen. Ich weiß nicht, wo es herkommt, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Ich weiß nur, was es ist. Es steht da nämlich drauf, es ist ein New England IPA. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind die saulecker. Ich mag die, Freunde. Mit anderen Worten, ein... Sniper? Das könnte richtig was Leckeres sein. So, und da ist auch ganz viel Sachen drin, Leute. Also erstmal haben wir da ein paar Umdrehungen. Stolze 6,5% Umdrehungen, ist schon ein bisschen mehr. Hat 15 Grad Plato. Auf der EBC-Skala wird 12 angegeben. Also 12 müsste eigentlich auch so im mittleren Bereich liegen. Und wir haben 42 IBU. Das wird also ordentlich hopfig, das wird ordentlich herb werden. Ein bisschen bitter halt, ne? So, und Zutaten außer Wasser, ne, ist dann auch noch Gersten- und Weizenmalz drin, Haferflocken, Weizenflocken, Hopfen. Dann lass mich mal raten, Cascade, steht da wahrscheinlich auch drauf, keine Ahnung. Ja, und noch ganz viele andere Sachen sind da drin auch und Hefe und also ich kann das alles nicht lesen bei Beleuchtung. Ich halte es aber mal rein. Vielleicht könnt ihr da so ein bisschen was erkennen, ich habe keine Ahnung, so sieht das Ganze dann aus. Ja, also schön Palm auch, ist ja so ein Frühlingsbier. Ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen übers Datum, war aber dunkel gelagert und ich glaube, das müsste eigentlich so hinkommen, oder? Dass wir da keine Probleme bekommen. Dann kriegen wir einfach mal hin. Übrigens, die Kapsel ist noch geil bedruckt, schaut mal. Ist da auch so ein Geweih drauf oder so, das war auch schon wieder richtig Metal, oder? Da gefällt mir schon wieder, Freunde, das ist schon wieder geil. Ich mach mal auf hier. Es zischt. Und zack, offen ist es. Und hier kommt dann auch erstmal ordentlich noch Entspannungsverdampfung raus. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Bier auf jeden Fall noch trinkbar. Und das ist gut. Frisches Glas ist am Start. Ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Oh, New England IPA. Auf sowas habe ich jetzt erstmal richtig Bock. So, schenk mal ein. Ich habe übrigens schon ein bisschen Temperatur anziehen lassen, aber auch hier bei diesem Bierstil ist es natürlich wichtig, dass wir da voll auf die Aromen gehen. Darauf zielt dieser Biertest auch ab. Ich will die Aromaspitzen wirklich auf der Zunge spüren. Deswegen haben wir auch noch ein paar Grad anziehen lassen. Bam, da ist es. Ich präsentiere es euch. Craft Beer, oder? So sieht's aus. Wow, Leute. Mittlerer Einschank, gut, ich war ein bisschen ruppiger gewesen, kriegen aber trotzdem 4 Finger locker raus. Richtig fluffig, wie ob einer die Wolken ausgelöffelt hat und dann richtig rein ins Tastingglas. So sieht das Ganze nämlich aus. Zack, drin ist es. So, das Ganze ist sehr cremig. Ich glaube, das hält nicht nur 90 Sekunden aus, das hält eine Stunde aus, bevor das Ganze hier zusammenfallen tut. Deswegen erspare ich mir irgendwelches Rumgeschwenke oder so, Karussellfahrten oder ähnliches. Sondern kommen auch gleich mal darauf zu sprechen, wie es aussieht. Es ist natürlich Hefe ist angegeben, naturtrüb. Ich gehe so weit, es ist sogar hundertprozentig blickdicht. Ich kann nicht durchgucken. Hier unten, wo sich das Glas verjüngt, ist, erkenne ich noch ein bisschen Perlange, die ist vorhanden. Ich würde sagen, perlt durchschnittlich ab, ist okay, eher eine kleinere Perlung. Schön saftig, so wie es bei einem New England IPA auch sein sollte. Und es ist perfekt, Leute, es ist wirklich perfekt. Aber nichts anderes habe ich erwartet. Und da sieht man auch schon, das ist weit entfernt von ja, dem, was man vom Industriestandard her kennt. Jetzt würde ich übrigens lachen, wenn es eine Brauerei ist, die aus dem Industriestandard kommt. Aber zumindest ist dieses Bier dann anders montiert, anders aufgebaut. Und ich glaube, Optik, Ästhetik, ihr wisst eh, was jetzt kommt. 6 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Das Auge trinkt mit und aus diesem Grund, es sieht aus wie gezeichnet. Wenn der Wirt einen das so hinstellt, komm Junge, hier los, zapft das nächste Bier so flach, Bier durst. Also, alles richtig gemacht, sieht geil aus. So, jetzt wollen wir es mal anschnuppern. Nichts anderes, auch hier habe ich erwartet, die Hopfenaromen kommen richtig durch. Es ist wieder mal Cascade, es ist wieder mal tropisch, es ist wieder ganze Obstsalat. Ganze Palette Obstsalat, die da drin rumschwimmt. Und natürlich noch so einen schönen, ja, so ein schöner Naturhopfen, ne? Den riechst du auch noch. Schöne Hopfenfloralität. Sehr intensives Bouquet, was einen auch wieder richtig Spaß macht, ne? Oh, Freunde, geil. Ne, riecht richtig geil, riecht richtig lecker, habe ich genau Bock drauf jetzt. Ihr Lieben, und nu?
Der Antrunk. Auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Und danke nochmal an den André für so eine schöne Spezialitäten. Der hatte auch mit dem, wie hieß das, Propeller-Schubschrauberbier, aber das war was, Propeller, Bosch-Propeller, Nachtflug-Stout, das war auch so geil, Propeller-Nachtflug-Stout, geil auch, hat mir auch richtig gut geschmeckt. So, cheers, auf euch. Zum Gasmus. Oh. Ich mag die immer mehr, Leute. Ich mag diese exotischen Sachen immer mehr. Echt, ist so. Ich fühle das. Das ist wirklich so. Das ist, oh. Also früher immer nur Pilzbier, ne? Aber seitdem ich jetzt hier mit dem Kanal und so und mehr mit Bier und der Geschichte vom Bier beschäftigt habe, zum Bierprofessor mutiert bin, der Biologiebetreibende, da muss ich wirklich sagen, also da, ich komme immer mehr auf den Geschmack von sowas hier. Richtig gut. Magic, Leute. Magic. Also, Attribute. Dynamisch oder gemütlich? Ganz klar. Ich weiß, es gibt momentan noch Leute, die sagen, ja, diese ganze IPA-Geschichte, die sind auch gemütlich und dynamisch, aber da auch viel mehr. Ich bin der Meinung und das aus Überzeugung, da, wo sich Aromaspitzen so präsentieren, in einer Eleganz, in einer wirklichen Intensivheit, verdient es eigentlich nichts anderes als von den Attributen gemütliches Bier bezeichnet zu werden. Und genau das bekommen wir hier auch. Temperatur anziehen lassen, schön lange auf der Zunge lassen, weil dann entfalten sich die ganzen feineren Nuancen und du wirst belohnt mit einem Spektakulum von fruchtigen, hopfigen, lieblichen und nochmal fruchtigen, hopfigen Aromaspitzen. Vorzüglich, per excellence, Leute. Das ist wieder Hedonismus, materieller Hedonismus in Reinkultur. So, und es wird für mich als Biertester immer schwieriger, weil irgendwann wirst du nur noch sowas haben und ich kann ja nicht alle Biere mit einer Krone-Bewertung bewerten eigentlich, weil die halt so sind, weil das die Eigenschaft von diesem Bierstil ist. Ne? Ja, aber es ist immer so und aus diesem Grund, es ist einfach das, was wirklich Spaß macht. Es ist so dieses, du hast es auf der Zunge und du hast wirklich eine volle Packung dieses Aroma, diese liebliche Fruchtigkeit, diesen Obstsalat in Kombination mit dem Hopfen. Und deswegen, es geht gar nicht anders. Attribute gemütlich. Malzkörper, hier muss ich sagen, für Naipa generell ein bisschen weniger. Da kenne ich welche, die so ein bisschen, hatten wir ja eine von Ale Hub, von dem Bierladen, wo wir mal bestellt hatten. Die waren da, die ich da gekauft hatte, das war auch ein, weiß nicht, schwedisches? Ich weiß gar nicht. Das war so ein bisschen Malzkörper noch fokussierter, das haben wir hier gar nicht. Wir nehmen den zwar wahr, das ist wahrscheinlich jetzt hier Haferflocke und Weizen in Kombination, was ist so ein bisschen milder auch, vielleicht sogar ein bisschen mehliger abstimmt, ne? Und nicht zu verwechseln mit Mais, es gibt ja auch diese Maissüße, ne? Wenn da so ein Bier Mais drin ist, Mais mit eingearbeitet worden ist. Das meine ich nicht, ich meine das eher wirklich so milder, so wie man es vom Weizenbier her auch kennt. Ja, also in diese Richtung, da fällt mir diese Brauerei Stein ein. Brauerei Stein mit diesen alkoholfreien Kellerweizen oder was das war. Das war auch vorzüglich. Ein Stück Kellerbier war das aber, glaube ich, ne? Das war wirklich geil. Und daran erinnert mich das auch, dass es so dieses Milde, so was vom Malzkörper ausgeht. Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon ein Spektakulum. Die Aromen entwickeln sich nacheinander, was ich richtig gut finde. Und du kommst hier so richtig in den Genuss der Fruchtigkeit. Das ist das, was ich mit einem IPA immer verbinde. Das ist nochmal so über dem Ale generell hinaus, die ja sowieso schon mal fruchtiger sind. Das ist dann wirklich nochmal die Extraportion Frucht vom Hopfen ausgehend mit der Hopfenfloralität, die hier auch sehr natürlich schmeckt. Hand in Hand gehend, perfekt eingebunden. So dass man sagt, gerade so für Leute, die sich mit diesem Bierstil noch nie auseinandergesetzt haben, die wahrscheinlich im ersten Moment sagen, oh, soll das so schmecken? Ist das ein bisschen seifig? So in diese Richtung. Die werden da auf ihre Kosten kommen. Und das Besondere an diesem hier, ich weiß jetzt, was ist denn das für eine Brauerei hier? Steht das da drauf? Muss da drauf stehen? Ist das hier, ist ein Hirsch drauf? Sauerland! Ach, das ist aus dem Sauerland! Guck mal, da steht es ja drauf.
Was? Authentik, Sauerland. Das ist da, wo der liebe André herkommt. Ja, ist auch da in der Nähe da. So, müsste da zumindest sein irgendwie. Das ist auf jeden Fall im Westen. Westen raus. Ich bin hier im Nordosten. Ja. Ich bin ja so ein Nordostschote. Aber da im Westen, da war ich noch nie. Das ist da aber auch schön. Die haben da auch tolle Biere. So, und da steht auch drauf. Cross. Oh Gott, das kann ich gar nicht lesen. Cross. Wie? Cross? Bö? Brewing? Wird das Brö ausgesprochen? Also B-E-A-U? Cross ist ja Kreuz. Kreuz? Bö? Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, bin einfach zu doof für. Also, so, nee, aber ist auf jeden Fall cool. Also da muss ich wirklich sagen, die haben da ein Händchen für. Das war wirklich geil. Ja, guck mal, Hopfenaroma geben die auch voll an hier. Das wird Bö ausgesprochen, glaube ich. Ich glaube, mich zu erinnern, Bö. Ja, Crossbö Brewing. Authentic Sauerland. American Style. Ist ja auch drauf da. Palmen und so. Kalifornien, da haben die auch alle Palmen und halten die Hände immer hoch. Habe ich schon mal gesehen über Spring Break. Das feiern die. Das ist immer so im Frühling, glaube ich, ne? Genau. Da machen die mal Paddy da am Strand und mit den Mädels und so, ist immer cool. War ich aber noch nie, würde ich aber mal mitmachen. Ja. Würde ich da als Wikinger da ankommen? Oh! Das war schön Cannibal Corpse an, weißt du, das war schon Death Metal da rein. Da. Nee, ist herrlich. Finde ich gut. Freunde, ich muss auch mal einschenken, ich finde das wirklich schön. Das ist so ein Bier, ich genieße dieses Bier. Das ist für mich ist das Hedonismus, wirklich, ohne Scheiß. Cheers. Ja, das ist keine. Ich kann es einfach gar nicht anders. Das ist keine Frage. Mir schmeckt das einfach wirklich gut. Es ist einfach so, du machst mir damit eine Freude. Das schmeckt mir einfach gut. Ich bin da ehrlich, ja, es mag jetzt richtig krasse Sommeliers geben, die sich das hier angucken, die denken, oh Gott, was macht der Kaspar da eigentlich? Der kann doch nicht das Bier so viele Punkte geben. Aber Leute, das schmeckt mir einfach. Und wenn es mir schmeckt, warum soll ich dann nur, weil um manchen Menschen zu gefallen, eine schlechtere Note geben? Ich finde das Bier lecker, man macht mir damit eine Freude. Den ganzen Kasten wegsaufen hier. Also, was los, ey? Hier kommt Krone-Bewertung, aber sowas von 6 von 5 / 6 möglichen Punkten. Das schmeckt, Leute. Und ich bin sogar der Meinung, jetzt können wir ein bisschen so in die Biologie reingehen, ich bin sogar der Meinung, dass diese Idee, das Ganze nicht so harzig zu schmecken zu lassen, eine gute ist. Weil diese Cremigkeit, also die Textur, wir dürfen nicht vergessen, Textur ist nicht Rezeptur. Textur bezeichnet den Körper des Bieres, wie das auch das Zungengefühl zum Beispiel ist beim Runterschlucken, kein Schluckwiderstand, wie das zum Beispiel ist mit der Speichelneuproduktion im Nachhall, wenn du es dann im Abgang runtergeschluckt hast. All diese Faktoren, die in die Textur mit einfließen, mal ganz so ausgenommen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, im Verhältnis zu anderen New England IPAs, die ich getrunken habe, dass die Idee, das hier nicht so harzig schmecken zu lassen, wirklich gelungen ist. Und das ist, denke ich, das Besondere daran. Und aus diesem Grund rechtfertigt das auch, dass ich eine Krone-Bewertung gebe, weil da das so perfekt eingebunden ist und die Idee, und das ist wirklich eine gute Idee, und wie gesagt, Spring Break, Frühling und so, da willst du vielleicht gar nicht dieses Harzige haben, so wie wir das da aus Schweden her kannten, da diese Geschichte. Also ich muss sagen, doch, dann ist das sogar berechtigt. Einen kleinen Kritikpunkt möchte ich aber trotzdem noch da lassen. Ich wollte es beim Antrunk nicht sagen, aber was mir auch aufgefallen ist, dass die Hefe sich erst, aber Esther, relativ spät meldet. Also das ist so, auch das hebt sich noch so ein bisschen ab. Aber das ist, wie gesagt, jetzt Fachgesimpel. Ja, das ist so. Schmeckt, Freunde. Also, ich bleib dabei. Krone-Bewertung. 6 von 5 / 6 möglichen Punkten. Braumeister hat da gut gemacht, ja. Damit ist Biersuffler draußen. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Wenn euch das ja hier gefallen hat, macht mal da so einen Daumen nach oben. Schön da auch, ne. Und mal ein bisschen abonnieren, das wäre auch nicht schlecht. Und ist auch schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.